Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Ubuntu auf die neueste Version mit einem Terminal-Befehl aktualisiert. Ich mache das mit einer virtuellen Maschine. Ich habe hier drei Stück. Eins davon ist die Ubuntu 12.04 und ich werde jetzt erstmal einen Sicherungspunkt erstellen. Dies tue ich, wenn ich wieder zurück auf 12.04 gehen möchte, kann ich das in einer virtuellen Umgebung ganz einfach tun, nur ein paar Mausklicks und dann habe ich meine alte Umgebung. Dazu gehen wir einfach hier unter Sicherungspunkte. Ich zoome mal rein, das ist der Bereich. Und dann hier auf dieses Fotoapparat, also es heißt ja Snapshot, drücken wir drauf. Hier geben wir irgendeine Beschreibung, ja, vor dem Update 12.10. Und bestätigen OK. Und das geht jetzt ein paar Sekunden, dann ist der Snapshot schon durch und wir können jetzt auf unsere virtuelle Maschine, da bin ich schon angemeldet als Root, gehe hier, schaue mir noch einmal ganz kurz an, was für ein Linux ich jetzt gerade installiert habe. Und zwar, wir haben hier Ubuntu 12.04, die 64-Bit-Version. Und jetzt brauchen wir noch ein Terminal. Den haben wir hier. Da geben wir den Befehl sudo ein, update, manager. Und ganz wichtig jetzt noch minus d. Dieses minus d ist dafür da, damit eben die aktuellste Version installiert wird. Hier müssen wir noch unser Root-Passwort eintippen und bestätigen. Und danach öffnet sich schon dieses Fenster und hier seht ihr schon, ich zoome mal noch mal rein, wenn das möglich ist, leider nicht. Das heißt hier eben, die Aktualisierung wurde seit Veröffentlichung dieses Ubuntu Version ausgegeben, neue Ubuntu Version 12.10 ist verfügbar. Und jetzt kann ich hier eben bequem aktualisieren, das werde ich jetzt auch tun. Ich sage Systemaktualisierung. Und er fängt schon an, die nötigen Systempakete zu downloaden und zu installieren. Ich werde jetzt mal die Pause-Taste drücken, das alles müssen wir ja nicht zusammen durchgehen. Ist ja alles automatische Routine-Sache. Ich melde mich dann zurück, wenn die Installation durch ist. Ja, nach ungefähr einer Stunde sind wir durch mit unserer Aktualisierung. Hier werden nochmal nachgefragt, ob wir 40 Pakete entfernen sollen, veraltet. Sagen wir entfernen. Das geht Gott sei Dank dann nicht mehr so lange. Und ja, vielleicht doch. Jetzt schauen wir mal. Ah ja, das geht doch noch flott. Und danach muss natürlich die virtuelle Maschine neu gestartet werden und jetzt Neustart und jetzt schauen wir mal, wie schnell oder wie langsam das geht. Er muss ja im Hintergrund natürlich ein paar Sachen aktualisieren, hin und her schieben. So, alles eben in einer virtuellen Umgebung. Natürlich könnt ihr das genauso machen mit euren Hauptrechner. Das Tolle dabei ist, eure Software, die installiert ist, bleibt euch erhalten. Also es ist nicht so, dass ihr dann alles wieder neu installieren müsst. So. Und wie gesagt, alles nur mit einem kleinen Terminal-Befehl. So. Wir sind gleich durch. Sobald wir durch sind, schauen wir uns jetzt auch mal gleich an. Wie ihr sehen könnt, hat sich hier ein bisschen was verändert im Hintergrund. Die Hintergrundfarbe, die Piktogramme sehen hier leicht anders aus. Oder denke ich das nur? Doch, das sieht alles ein bisschen anders aus. Und wir gehen jetzt einfach mal zur Systemüberwachung. Schauen uns an. Wir haben jetzt Version 12.10 Quantal 64-Bit. Und ihr habt gesehen, dass es also relativ einfach ist, ja,
eine virtuelle Umgebung oder ein ganz normales Ubuntu-Linux-System mit einem Terminalbefehl zu aktualisieren. Was wir natürlich jetzt noch machen können, das ist so ein kleines Schmänkel, würden die Österreicher sagen, glaube ich, dass ich jetzt nochmal einen Snapshot mache. Und zwar kann ich jetzt das nennen nach Update auf 12.10. Und ich sage jetzt hier, okay, mein Snapshot wird mir erstellt. Und jetzt kann ich sagen, jetzt könnte ich im Prinzip meine virtuelle Maschine wieder auf 12.10 setzen und relativ einfach wieder auf 12.4 hin und her switchen und ja, einige Tests durchführen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen so ja, die Angst davor genommen, euer Ubuntu mal über einen Terminalbefehl zu aktualisieren. Wenn ihr einen leistungsstarken Rechner haben solltet mit mehr Kern, also einen i5 oder einen i7 Prozessor mit ein bisschen üppigen Speicher ab 4 GB aufwärts, dann empfehle ich euch auf jeden Fall mit VirtualBox mal sehr viel in einer virtuellen Umgebung zu üben. So verliert ihr auch die Berührungsängste, habt Spaß bei der ganzen Sache und könnt relativ schnell auf eine alte Version wieder zurück, eben mit dieser Snapshot-Gesichter, Sicherungspunkte. Und ja, ich hoffe, das Video war informativ. Ihr seid beim nächsten Video auch dabei. Wir sehen uns.